Großer Bahnhof am Bahnhof Goslar. Hier gibt's heute was zu sehen. Bitte einmal weiter zurück. Auch für die prominenten Gäste. Goslars Außenminister Sigmar Gabriel mitsamt seiner Frau Anke und Bahnvorstand Ronald Pofalla. Heute steht das Ereignis des Jahres an. Wir taufen heute einen ICE auf den Namen Goslar. Taufe eines ICE auf den Namen Goslar. Das kommt in Goslar ja wirklich nicht alle Tage vor. Und hier ist er, ein niegelnagelneuer ICE 3. Heute scheint unser kleiner Goslarer Bahnhof gleich etwas viel größer als sonst. Kein Wunder bei diesem modernen Zug, der heute bei uns zu Gast ist. Der Zug ist sogar etwas zu modern für den Goslarer Bahnhof, denn der ICE kann nicht aus eigener Kraft hierher fahren. Eine Diesellok muss ihn schieben. Dafür gibt's einen plausiblen Grund. Denn wir sind ja hier vom Fernverkehr abgehängt. Wir haben keine Oberleitung. Keine Oberleitung, kein Strom. Kein Strom, keine ICE-Verbindung. Das hindert die Bahn aber nicht, hier ihren modernsten und schnellsten Zug zu taufen, der eigentlich strombetrieben ist. Einen ICE in einem Bahnhof ohne Oberleitung zu taufen, ist technisch, ich will darauf nicht eingehen, sehr anspruchsvoll. Aber nicht unmöglich. Nicht für die Deutsche Bahn. Wozu gibt's denn die gute alte Diesellok? Es war technisch also ein kleines Meisterstück. Aber anders als vor 51 Jahren lagen immerhin die Schienen schon. Ja, das ist ja auch schon mal was. So kann der ICE in Goslar endlich zum ICE Goslar werden. Wow! Für uns war es auch wichtig, dass die Taufe hier in der Stadt stattfindet, die den Namen des Zuges demnächst tragen wird. Was? In welcher Stadt? Die den Namen des Zuges demnächst tragen wird. Die Stadt trägt den Namen des Zuges? Oder war es doch andersrum? Na egal, beide kommen ja eh nicht wieder zusammen.